Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft World. Ja, wie ihr gerade schon im Hintergrund hört, hier ist ganz schön viel los. Ich resette das einmal ganz schnell. So. Zombie weg. Oh, schön Schaden bekommen. Ja, wir befinden uns in einer neuen Folge Minecraft World. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Aber ja, wir haben einen Livestream gehabt. Und ich habe erstmal eine kleine Überraschung für euch. Wir haben riesige Hungerprobleme. Hier sieht gerade mein Kopf, ne? Und unter meinem Kopf ist mein Kopf. Ja, ich bin nämlich einmal gestorben im Livestream. Und ja, wir hatten einen Livestream. Für die Leute, die es noch nicht wussten. Und ich setze hier mal den noch ganz vorne. Wir hatten einen Livestream für die Leute, die es nicht wussten. Und in dem ist ganz schön viel passiert. Wir haben erstmal richtig fett gefarmt. Das sieht man hier. Wir haben so viele Erze. 19 Silber nochmal, 32 Blei, 64, 36 Eisen, 64 und 12 Kupfer. Ein paar Diamanten noch gefunden. Leider Kohle nicht mehr so viel. Aber ich werde das jetzt erstmal brennen. Vor allem auch das Zinn. Und ja, das ist ziemlich cool. Ich brenne jetzt hier einmal das hier und das wird, sag ich mal, ich glaube, das wird nur 6 Kohle verbrauchen. Aber egal, wir haben noch ziemlich viel mehr gemacht. Wir haben noch unsere Mining Turtle gebaut. Mit dieser Mining Turtle haben wir zum Beispiel hier diesen Schacht hier ausgehoben. In dem werden links und rechts dann immer die ganzen Maschinenräume sein. Und ja. In puncto ME-System oder Project Red kann ich noch nichts sagen. Wir wollen ja ein Lagerungssystem haben, aber das ist super kompliziert und wir haben nicht die Materialien dafür. Gold zum Beispiel fehlt da für uns richtig heftig. Und ja, wir haben schon mal ein bisschen mit Thema Strom angefangen. Sieht man hier, wir haben schon mal einen Schmiedehammer. Also wir machen gerade einen Generator von Industrial Craft. Und da hat uns halt Eisen gefehlt und dann sind wir auf eine Eisentour gegangen. Nur dieses Eisen haben wir jetzt. Dann können wir jetzt weitermachen. Machen wir gerne Generator. Generator. Weil der ist nämlich die Basis für jeden Generator. Also wir brauchen noch eine Battery. Dafür brauchen wir noch Zinnkabel. Rubber haben wir. Zinnkabel. Das Zinnblatt von Seitenschale gemacht. Okay, dann muss ich den erst machen. So. Zack und zack. Ich habe den schon öfters gecraftet, den Generator. Aber man muss hin. Die ist nicht ganz easy. So, jetzt brauchen wir noch das Zinnkabel. Brauchen wir nur eine Zinnplatte. Haben wir denn? Ja, haben wir. Perfekt. So. Zack. 3 Zinnkabel. Die werde ich aber nicht für Kabel benutzen. Und dann noch 3 Eisenplatten. Zuerst muss ich das hier craften. Dazu hätte ich eigentlich schon alles. Redstone haben wir auch unglaublich viel gefarmt. So, das kommt aber dahin. Und dann, oh, jetzt habe ich doch was vergessen. Die Crafting Station. Dann machen wir uns auch direkt schon 3 Kabel. Und da können wir jetzt eigentlich hier dran gehen und sagen, E-Batterie, zack. So, und jetzt können wir sagen, Generator, zack. Nee. Ach, uns fehlen, nee, doch, wir haben noch alles. So, also nach Ofen und Batterie. Ja gut, dann haben wir schon mal den Generator. Und ich muss mir jetzt erstmal gucken. Ich meine, man braucht so eine Art Wrench. Nein, ich will das nicht gelb haben, sondern in Dust. Und das ist so riesig. Ich muss mal gucken. Eine Wrench. Hier sind die ganzen Zellen. Hier ist das, glaube ich, da ist ein Schraubenschloss. Das ist ein Schraubenschloss. Die wird aus Bronzebarren gemacht. Wie mache ich denn Bronzebarren? Bronzestaub. Schmelzen. Und wie kriege ich Bronzestaub? Das ist ja richtig kompliziert. Ja, dann, ich glaube, da muss ich eine andere Wrench nehmen. Ich glaube zum Beispiel die von Buildcraft. Die soll ganz easy sein. Die hier. Ja, ist ja alles easy. Alter, das haben wir ja alles. Na gut, dann machen wir das mal. Weil die funktioniert genau wie alle anderen Wrenches auch. So. Zahnrad von Ender.io. Und
Jetzt, zack. So, dann haben wir den schon mal. Und wenn wir den jetzt nicht abbauen können, dann hole ich mir den zurück. Und es funktioniert nicht. Scheiße, müssen wir wirklich die Wrench von denen nehmen? Oder können wir auch die von Dings nehmen? Sagen wir mal. Die scheinen auch. Die sollen auch easy sein. Scheiße. Wo ist denn die? Die ist so blau. Das ist sie nicht. Ja, die hier. Zinnbarren und Eisenbarren. Haben wir noch Zinn? Zinn habe ich da reingelegt, ne? Eisenbarren. Machen wir halt die. Wenn das aber auch nicht funktioniert, dann beschwere ich mich. Ja, ist auch scheiße, Alter. Nein, ich will die nicht drin, die Kiste. Ey Mann, dann kann ich das wirklich nur mit der abbauen. Jetzt, also ich kann das trotzdem noch nicht machen. Ich habe doch gar keine Energie. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Aber dann muss ich den erstmal hier oben lassen. Scheiße, gut. Dann machen wir uns schon mal die nächste Maschine. Nämlich den Pulverizer. Oder kümmern wir uns erstmal wirklich. Ne, wir müssen das jetzt wirklich machen, sonst kriegen wir das nicht hin. Kupferzahnrad, Feuerstein, Endkolben, haben wir Feuerstein. Haben wir Feuerstein? Einen! Nein! Kann man den craften? Man könnte den wohl. Hab ich noch Kies? Hab ich noch Kies? Kies? Ja, ich habe noch 3 Stück im Inventar. Dann bauen wir den so lange ab, bis wir einen Flint rausbekommen. Ich hoffe mal, das geht schnell. Da ist er schon. Perfekt. Gut. Der Rest Kies kommt wieder hier rein. Dann haben wir genug Feuerstein. Was holen wir als nächstes? Ein Kolben. Der müsste ja eigentlich easy sein. Zack, zack. Ne, unser Redstone fehlt. So. Das ist der richtige, oder? Müsste. So. Und dann fehlt jetzt noch die Kupferzahnräder. Okay, die werden easy gemacht. 2 Stück davon. So, was brauchen wir noch? Eine Rotationsspule können wir uns auch machen. Und jetzt noch den hier. Oder können wir sich den einfacher machen? Maschinenraum verstärkt. Gehärtet. Können wir nicht einfach den hier nehmen? Ich bin gerade verwirrt. Alter. Ja, wie soll ich die denn craften, wenn ich einfach den Dust einfach noch gar nicht habe? Das ist total bescheuert. Ich glaube, ich kann auch den Basis nehmen. Basis. Moment, Zinnrad. Haben wir das? Ja. So. Nein, nicht verstärkt. Basis. Und jetzt können wir sagen, zack. Und ich hoffe, jetzt funktioniert der. Ja, Pulverisierer-Basis. So, der kommt jetzt daneben. Dann hauen wir mal ein bisschen Holz hier rein. Müsste der sich langsam auffüllen? Nee. Brauche ich noch Kabel? Ich habe ja noch Zinnkabel. Kann ich die so verbinden? Ach, der ist nicht kompatibel. Ja, wollte ich mich alle verarschen? Die wollen mich alle verarschen. Diese Folge ist eine Katastrophe. Wie scheiße. Ach, weißt du was? Ich hole mir den Generator wieder. Das ist jetzt so doof. Ich kann ihn nicht abbauen und die Materialien dafür brauche ich erst dafür Strom und den Strom kann ich ja nicht herstellen. Wie bescheuert ist das denn? Naja, auf jeden Fall haben wir schon mal einen Pulverizer. Das ist schon mal was Besseres. So, ich wollte nämlich keinen Generator machen, sondern ein Wasserkraftwerk. So, das geht nämlich ganz easy, weil das teuerste war eigentlich nur der Generator. Ja, wir haben noch alles. Zack, 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 zack.
Den Generator und die Dinger hier. Gut, da haben wir zwei Wasserkraftwerke. Perfekt, dann haben wir schon mal unseren ersten Strom. Ich heb hier mal so ein Feld aus. Oder mach das ein bisschen näher. So. Also hier kommt dann Nummer 1 hin. Und hier Nummer 2. So. Jetzt verbinde ich die mit Zinnkabel. Ich brauche noch mehr, ne? Ich glaube, ich nehme auch Kupferkabel. Die sind einfacher. Nämlich, dann machen wir uns jetzt zack und zack. Machen wir uns Kupferplatten. Mit denen machen wir uns jetzt Kabel. Und hier machen wir uns diese Kabel. Nur mir fehlt noch Rubber. Habe ich noch Rubber? Ich habe keinen Rubber mehr. Muss ich mal Gummibäume abfüllen. Aber es läuft ja eigentlich ziemlich. Wir sind eigentlich ziemlich produktiv. Im Moment. So, haben jetzt 7. Reicht noch nicht ganz. Fäll ich den hier auch nochmal. 12. Erreicht, perfekt. Dann schmeiße ich das in den Ofen. Wir haben aber ein richtig riesiges Essenproblem. Schmeiß das in den Ofen. Dann kommen diese zwei Zinnkabel dann nochmal weg. Denn die brauchen wir nicht. So. Sagen wir zack, zack. Jetzt zack. Sind die schon mal verbunden. Und dann werde ich nun weitere craften. 2 Stück nochmal. Muss das irgendwie in unser Haus gehen, ne? Oder ich mache erstmal die ganzen Maschinen hier hin. Das geht natürlich auch. So, dann setze ich die ganzen Maschinen darin, aber das geht ja nicht. Der Pulverizer kann ja nicht mit diesen Kabeln arbeiten. Was ich sehr, sehr schade finde. Ich kann mal gucken, ob ich Kabel von Terminal Expansion machen kann. Aber der Polarizer interessiert uns ja erstmal eh nicht. Denn wir können auch den Macerator machen. Und der funktioniert genauso wie der. Wie der. Der heißt jetzt der kleinerer. Genau, der ist noch auch total easy zu craften. Brauchen 6 Kabel, Eisenplatten, Redstone. Kabel müssten wir ja haben. Ja, hier haben wir ja. Hier können wir schon mal unsere ganzen Erze verdoppeln. Das ist ziemlich nice. 2, 3 Feuerstellen brauchen wir, aber ich habe nur 2. Das kann ich, glaube ich, in den Pulverizer tun, oder? Aber wir haben ja keinen Strom. Scheiße. Zinnerz haben wir auch noch. Warum auch immer. Ist auch ein Eisenzahnrad. Dickers Constructy, ja. Ich pack das mal hier rein. Das Eisen kommt raus, wie die Gummiriegel. Dann craft ich mal neue Kabel. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Ich meine, wir haben jetzt Strom, aber können nichts anschließen. Was wollen wir denn genau machen? Also den. Ich mache nochmal eine neue Kiste für Technikzeug. Was kommt jetzt da hin? Da kommt das rein, das, das, das. Wie die 2 Kabel. So. Hier ist sonst nichts von Technik. Aber hier bestimmt hier, hier, hier. Ganzen Wrenches. Und ja. Gut. Das kommt dann da rein. Holz haben wir auch unglaublich viel gefahren im Stream. Aber ja. Das kommt jetzt alles da rein, so wie die Zinnplatte. Naja, tut mir leid, wenn wir jetzt nicht so produktiv sind, aber Strom hätten wir quasi schon, aber wir können mit dem nichts anfangen. Weißt du, was ich mir machen? Wir rennen jetzt Stein und dann machen uns neue Factory Blocks. Machen wir unser Labor hier weiter. Also unsere Maschinenräume, Räume. Hier laufe ich zum Wasser hin, oder?
Ja. Bin ich jetzt hier? Was ist denn da? Ja, geil, da können wir ja die Kabel eigentlich da rein rumführen. Können wir hier eine kleine Abkürzung nehmen? Und da auch. So, dann bauen wir die Kabel nochmal ab. Nehmen wir eine kleine Abkürzung und sagen, wir gehen hier lang. So, wo war nochmal der Raum? Scheiße, ich hab den Raum verloren. Scheiße, wo ist der Raum? Na egal, dann glaube ich halt nochmal von unten hoch. Get down. So. Das ist hier. Okay, dann sagen wir fahren hier lang. So. Dann hier die Kabel. Und dann brauchen wir halt noch mehrere. Brauchen wir halt noch mehr. Aber nichts mehr. Na egal. Machen wir uns mal neue Blöcke. Neue Factory Blocks. 64 sollten erstmal reichen. Nehmen wir den Chisel. So die ganzen Barren weg. Auch schon kein Platz mehr. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte den Chisel holen. Der ist da. Die 4 Factory Packs nehme ich auch nochmal mit. Dann machen wir mal weiter. Wir hatten ja diese hier ausgewählt, glaube ich. Ne, das waren die anderen. So. Ich weiß nicht, ob es davon Treppen gibt. Ich guck mal, ob man damit Treppen craften kann. Ne. Schade. Müssen wir als hier machen, glaube ich. Eichenholz. Müssen wir uns ja hier runterbauen. Es reicht aber, glaube ich, nicht ganz. Ja, es fehlt uns eine Treppe. So. Fünf genau eine Treppe, das ist aber erstmal egal. Denn jetzt sehen wir hier den Gang nochmal aus. Wir bauen unsere Factory Blocks schon mal rein. Dann haben wir wenigstens schon mal was. Ich muss mal gucken, welche Kabel die optimalen sind. Ich kenne natürlich noch die einen mit Bleierz. Die kenne ich natürlich auch noch. Für Terminal Expansion. Ich glaube, die sind aber nicht kompatibel mit Industrial Craft. Also das ist alles ziemlich Müll. Und deswegen werde ich die meisten Geräte erstmal von Industrial Craft bauen müssen. So. Und dann die blauen Blöcke. Hier, hier. Zack. Nein, kein Sand. Und die. Sieht aber ziemlich fett aus, finde ich. Die Säulen müssen wir zwischendurch auch nochmal machen, klar. Ja, erstmal kommen die blauen. So. Können wir nochmal ein paar von diesen Dingern machen. Dann wird der nächste, glaube ich, hier sein. Oh, hier ist es. Nicht das, was wir haben wollen. Ne, da wird er wieder. Ne, das ist ja totaler Scheiß da.
Da kommt ja die Schrägen hin. Also noch hier und hier. Kommt da die Schrägen hin. Muss ich nochmal holen, die Schrägen. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um Essen. Und um unser weiteres Labor. Vielleicht nochmal ein bisschen Strom. Aber nicht mehr viel. Das sieht aber nur so fett aus. So, zack und zack. Dann sagen wir bam, bam. So, weitere Säule fertig. Die Wände kommen natürlich alle noch, klar. Und dann würde ich sagen, das war's mit der Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, bewertet unten bei den zwei Däumchen unter dem Video. Schreibt in die Kommentare, was euch fehlt. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.